Naja, als ob wir jetzt zu der asozialen Sorte gehören. Deswegen heißen wir ja auch so. Liebe ferne Alles Zuschauer, Fake. ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am Das ist ja heutigen unsere Abend Persona. begrüßen. Wolfuß und der geschätzte Also, den würde Kollege ich gerne Marco schlagen, weil es viele begleiten Sie sind, durch dieses okay? Spiel und ich bin sicher, Dann das streng dich wird an. heute eine richtig interessante Partie. Warum müsst Und ihr das machen? ist natürlich ein Duell, dem die ganze 1 Fußballwelt zu 0. entgegenfiebert. Ah, das ist schon klasse, dass wir da dabei sein dürfen. Wir freuen uns auf diese Geht schnell Begegnung, zur Sache. Wolf. Das Aber tatsächlich verspricht würde mich auch mal Menge eine Spannung. gute Torhüterin interessieren. Also egal ob Torhüterin oder Torhüter. Aber was Marco, kann der besser bevor machen wir als damit der das Wort Bot? auf Weil Rüdiger ich Kling finde, der loszuspielen. Bot, der holt ja teilweise Bälle raus, die sind unhaltbar. Ja. Aber der Bot schlägt den Ball auch total hektisch wieder ins Spiel. Das könntest du halt mit einem Sieht vielversprechend aus. Holt sich den Ball Ah, in ja. den Oh, 16. fast Scheiße. gut. War ich zu schnell. Wenn ich normal laufe, bin ich noch im Passwinkel drin. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Der Versuch mit dem Nö. Kopf. Also der Ja. Torwart, der hält ab und zu, aber auch total schlecht, besonders wenn wir hinten liegen, weil dann wahrscheinlich seine Werte schlechter gemacht wurden. Am Montag zum Liefern. Beispiel. Ja, was da Ja. für Dinge halt reingegangen sind. Ne? Das würde beim menschlichen Torwart nicht passieren. Die wird auch mal Bälle reinbekommen, wo sie nichts dran machen kann oder so, aber Da versuchen sie es mit dem insgesamt Doppelpass. würde, ist ein menschlicher Torwart wahrscheinlich eher. Chance zur Führung. Ach, Ja. ich habe gesagt zu null. Immer wichtig. Ist. So Aber hast du sich das was ich mir vorstellen vorgestellt. kann, ist, Ein dass menschlicher perfekter Torhüter Start halt in diese auch Begegnung. das Offensivspiel halt schon Wir ausziehen sind jetzt kann also in durch Führung. 1-0. eine Aktion oder so. Oh. Ja, wenn du mal guckst, wenn der zum Beispiel eine Ecke abfängt, wie lange der Botkeeper braucht, um den Ball Versuchen Sie jetzt die abzuspielen, Lücke. wenn du da Sie können menschlichen jetzt flanken. Spieler hast, der kann ihn ja direkt abwehren. Oh, Und das dann kommst du war zuletzt auch halt Oh. ganz oft in die Kontersituation. Keeper ist da, Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit, da hat nicht viel Oh, gefehlt. ich kann die Abwehr zusammenstellen. Macht ihr auch, da brauche ich keinen Torwart für. So, ich hab gedacht, du schenkst länger frei. Sieht die eigentlich komplett, ja, ne? Gut dazwischen. Ach, Scheiße, ey. Klasse Pass. Ach, so, jetzt, oder? Nee. Schön Gönni. Ja, Gönni. Der Gönni, der kann ja rennen. Muss den Ball schneller loswerden. Das Jawohl. könnte eine Gelegenheit werden. Ja, ich dachte, du hast Leute. Die Das ist nämlich das, was die durch gegen auf uns Anspiel machen. Die dieser lassen den Ball knappe nämlich ge uns Rückstand muss noch gegenüber nichts heißen. einfach Sie laufen. könnten Ja, wir mal müssen wieder versuchen, ein bisschen direkt aus dem Tor zu spielen. Ah, Sehr gut nee. gemacht, er hat den Ball. Scheiße. Das ist jetzt ein Oh. Gehalten! Unglaublich voll! Was für ein sensationeller Reflex. Die Ecke kommt. Kein Tor bei diesem guten Kopfball. Ja, der Ball geht knapp über die Latte. Das hätte ein Treffer verdient gehabt. Schön. Und das ist Ach, natürlich Schuss. jetzt der Ballverlust. Schön. Und klasse durchgesetzt. Gute Chance. Da ist der Torwart da. Boah. Gut gemacht. So was meinst du, Michael? Wenn ihr machst du das mit LT? Zu ungenau aus diesem Ball können Sie nichts machen. Was Ein denn? Einsatz hier. Dein Stellungsspiel bei der Ecke, Das machst macht du er das mit gut. LT? Ja. Früh die Hereingabe. Stark! Schade. Ich weiß ja nicht, was ihr da immer drückt, aber wenn Guter ich LT drücke, dann macht meine Ballon. Figur gar nichts. Oh, das ist Dann steht die nur ein bisschen tiefer da. Das war's. Viele In Richtung Fans auch nicht. Das ist eine ganz enge Ja, Entscheidung. genau. Ja, glaube, bei der Ecke zum Beispiel, die bei der gegnerischen Ecke, ich halte immer LB gedrückt, weil ich dann mit meinem Gegenspieler mitlaufe. Deswegen frage ich Ja, ey, ihn, das ist Gönny. schwach. Zuspiel kommt nicht ab. LT und Oh. LB Ein Wurf, aber hört sich anders an. Ja, ich hab, deswegen frage ich ja, Das was ist, der glaube Gönny ich, da drückt. das ist das, was der Na, jetzt müssen Sie Ingo aufpassen. letztens auch gemeint hat mit LT und LB. Schön.
Stark. Ball fliegt hoch ein. Die Gefahr scheint wow. Hey. Hallo. Das war Ball. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz, aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet. Nein, komm, Tom, holst du ja. Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Du bist recht blöd, hey. Die Heimmannschaft will jetzt verstärkt auf Pressing setzen. Die Gegner direkt vorne anzulaufen ist sicher eine gute Idee. Dabei dürfen sie aber auch die Defensive Einsatz nicht vernachlässigen. Fängt diesen Ball ab. Oh, jetzt ist hier lang auf. Geht mit dem Wurf weiter. Ja, ja, nee. Jetzt ist es gefährlich. Geht dazwischen und hat den Ball. Vorteil in dieser Situation. Ja, und diese Entscheidung ist richtig. Schön, schön. Macht er ihn! Ein guter Block. Ja, sehr gut. Sie haben den Ball. Jetzt können Sie flanken. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Sehr gut, den Ball hat sie sicher. Nein, nochmal, nochmal. Ey, das ist das. Gefährlich! Ja, das meine ich. Ja, mein Foul. Erst zu schauen, ob sich da ein Vorteil entwickelt. Hat nicht der Ball, also gibt's jetzt Freistoß. Okay, da gehe ich nicht hin. Gut vom Schiedsrichter. Er ermahnt den Spieler, anstatt gleich raus zu zeigen. Und wir sehen, Kommunikation ist wichtig auf dem Platz. Der Spieler weiß jetzt ganz genau, dass er aufpassen muss. Zur Pause steht 1:0. Der hätte mich doch gar nicht mehr ranlassen dürfen. Ja, alle schöner Schiebe. Und damit greift er die zweiten 20 Minuten an. Das waren sie sehr geduldig im Aufbau. Aber dann verlieren sie den Ball. Das sah eigentlich durchaus vielversprechend aus. Ach, schade. Da ist die Balleroberung. Klasse Seitenwechsel, schöne Aktion. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Der wäre gut gekommen. Schon ein schöner Pass. Die Ecke ist die Chance auf den Ausgleich. Gelungen. Der Ball kommt rein. Er kann erstmal klären. Und noch eine Ecke. Ecke kommt in die Mitte. Weiter die Ecke. Ich muss so hingehen, ich hoffe, Wolke. Gehört. Gute Aktion. Ah, spielt nicht. Ja, wird Einwurf geben, kommt er nicht mehr ran an diesen Pass. Hä? Ich hab doch auf den Bot gezielt. Mein. Die Chance. Das ist natürlich. Schön. Ach, Scheiße. Das geht schon, ob du da überhaupt noch schalten sollst. Ja, ich drücke immer Ding auf B, auf Leer, ne? Dann hau den halt weg.
Beim Ballbesitz sehen wir Vorteile auf Seiten der Gäste, aber wenn sie aus dieser spielerischen Überlegenheit keine guten Chancen erarbeiten, dann bleibt es bei diesem Rückstand. Im Moment tun sie sich schwer. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Oh, der Ballverlust. Also mal sehen, wie sehr der jetzt schon geahnt hat, dass der Adi sich da drehen will, dass der schon da schon stand. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja. Wichtig, er holt den Ball. Aber ich denke schon, dass es Sinn macht, über die Seite zu spielen, weil da ist der einzige Bot bei denen. Genau wie bei uns der LV. Wird's jetzt gefährlich? Schöner Spielaufbau. Sie wollen natürlich jetzt den Ausgleich. Wollen hier wieder rein. Schade. Da hat dann nur der Pass links raus gefehlt. Aber ganz kurz eine Lücke. Dann wäre es Weltklasse gewesen. Ich sag ja, auch wenn der Pucki jetzt nicht hören will, aber der macht sich da echt gut. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Das könnte eng werden hier. Das war kein Problem für sie, er hält den Freistoß sicher. Das wird Einwurf geben nach diesem Pass, der natürlich etwas zu ungenau war. Schön. Super Pass jetzt. Ganz alleine. Jawohl. Ganz stark. Schade, super war es. Hättest du gedacht, der kam zu spät? Nee, sehr schön. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Schön. Genau. Statt den Martin anspielt. Unglaublich. Ich dachte, ich biete mich dir an. Ne, war ja gut, denn das war ja ganz okay, aber ich verstehe nicht, der Martin steht quasi direkt vor mir. Das ist auch alles zu eng jetzt, sein Mitte ist dicht. Vorne jetzt die Balleroberung. Geht's ein bisschen über außen jetzt. Schön. Gute Chance für eine Flanke. Gute Aktion, Ball ist raus. Platz zum Kontern. Guter Pass jetzt. Stark, das war's mit der Chance. Da gibt der Freistoß. Gute Das ist ja mir jetzt ey. Oh. Komm mal vor den Bot, das steht. Eine starke Parade. Ja, wenn sie ihn gehalten hätte, hätte es echt mal gegeben, oder? Vielleicht jetzt immer noch dieser knappe Rückstand. Gute Chance. Jawohl. 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 Stark. Jawohl. Wir haben uns verdient. Wenn ich schon kurz schreien wollte, spiel doch raus auf den Theo, der steht doch frei. Ja, habe ich gesehen. Und das hat halt gehofft, dass in der Mitte sich da noch was ergibt. Das Tor gibt dir nicht. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Das dürfte die letzte Gelegenheit sein. Treffen Sie und gewinnen Sie das Spiel. Erstmal geklärt. Das frühe Pressing jetzt. Die machen auch so nicht viel fürs Spiel. Die stehen hinten gut, ja, aber vorne versuchen die immer nur lang und hoch. Schön. Das war mal blöd jetzt da. Er geht dazwischen. Banana! Das kommt noch nicht schön hinzu. Schön. Sie schießt! Oh, schade. Oh, schön gespielt. Oh, da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Willst du da machen? Kopfball geht in Seiten aus, gibt Einwurf. Rein machen. Da reißt man, ey. Einer Richtung Eckfahne, ja. Rolli zündet auch, alles zündet. Das gibt ja oh, Scheiße.
Kabul. Und da ist er wieder lang. Wieder lang. Erstmal geklärt. Ja. Von Bord. So, Nachspielzeit angezeigt, gibt noch mal 2 Minuten. Ach, schon. Boah. Was ist denn da? Sie können ja, sehr schön sein. Boah, schickt er mir den Ball? Boah. Da spielt sie klasse mit und holt sich den Ball. Gut ausgepasst. Das wäre ein weiterer, Vorteil beim menschlichen Torwart. Höchstwahrscheinlich zumindest. Also nichts mehr. Enge Geschichte heute. Aus meiner Sicht hatte die. Gut, der könnte den direkt sagen: Warum gibst du mir den Ball?